Es gibt wieder was für uns zu gewinnen. Oh, yay! Ich hab echt Hunger, ne? Also sei nett zu mir. Sei nett zu mir. Ey! Was für Essen ist das? Ah, Mann! Und ich bin jetzt auch schon beinahe fertig. Nein! Ja! Hey! Yay! Yeah. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einer neuen Und ja. Das Besondere ist heute, es gibt wieder was für uns zu gewinnen. Oh, yay! Ich habe gehört, es sind alles Sachen, die man essen oder trinken kann, das die wir nachmachen. Ich habe nämlich Hunger. Und wir machen das Ganze wieder als B-Marker-Variante. Ja. Das heißt, ich suche drei Stifte für dich aus, du suchst drei für mich aus und dann bekommen wir den Gegenstand, den versuchen wir nachzumalen und die Kamera entscheidet, wer den Punkt bekommt. Ich habe echt Hunger, ne? Ich habe noch nichts gefrühstückt, also sei nett zu mir. Sei nett zu mir. Was soll das? Ey! Okay, gut. Ich suche mal drei Stifte für dich aus. Ich nehme einen pinken für dich. Ja. Ich nehme diesen silberfarbenen, den kenne ich noch gar nicht. Der ist bestimmt einfach grau. Mm. Und was soll ich denn damit malen? Bitte schön. Was? Welches Essen? Jetzt mal. Was soll ich denn hier? Was für Essen ist das? Trauben und Apfel. Und damit kannst du die Konturen malen. Konturen? Okay, dann such mal Farbe aus. Ja. Kannst du natürlich jetzt auch rechnen. Ja, ich werde mich jetzt rechnen. Einen beigen Stift. Und so bekommst du hier schön grau. Und hier kriegst du auch noch irgendwie so ein anderes Grau. Oh, eine schöne Farbe. Und dann hast du hier noch, guck mal, hier noch so ein schönes Orange. Okay. Na, viel Spaß. Also, je nachdem, was es ist, ja. Vielleicht kriegst du ja einen Keks oder so. Oder so, genau, dann kannst du es sehr gut malen. Glück gehabt. Okay, dann reicht okay, mal. Okay, wir sind bereit für die erste Runde. Die mag ich sehr gerne. Da würde ich direkt eins gerne von probieren. Oh, ich habe so eine ganz krasse Sucht nach den Dingen. Hast du mir nicht auch erzählt, dass deine Oma dir davon immer solche Kilo-Säcke geschenkt hat? Kannst du die da bitte wieder hinlegen? Ich muss sie sehen, ich muss sie malen. So, es geht los. 3, 2, 1. Mann, du kannst sie ja trotzdem malen, obwohl du die nicht siehst. Das ist doch unfair. Ich weiß schon, wie die aussehen. Warum kannst du das denn so gut? Wegen mir ist das Orange auch wie so ein Braun. Hm. Sehr gut, dann habe ich dir hervorragende Farben gegeben dafür. So. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück muss man malen. Ja. Was, wir müssen 7 Stück malen, um alle zu gewinnen? Ich möchte halt alle gewinnen. Also, das ist ja echt hart. Wer fertig ist, ruft Stopp, okay? Okay. Nee, das ist, warte mal, nee, die Regel hatten wir vorhin noch nicht festgelegt. Halt, Stopp. Also nicht halt, Stopp, aber wir hatten das vorhin noch nicht festgelegt. Du kannst nicht einfach mitten im Spiel die Regeln ändern, das geht nicht. Ich brauche ein bisschen länger, ich bin ein bisschen langsam. Ich hab Hunger. Ich esse die voll gerne. Was ist deine Lieblings-Zwei-Sorte? Diese dunkelroten. Meine nehme ich auch. Davon ist leider nur eins da. Ich mag die roten auch am liebsten. Sehr zum Leidwesen von allen, die sich mit mir Süßigkeiten teilen wollen, weil ich glaube, die Roten alle mögen sind immer die Roten. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe esst ihr dann am liebsten? Ist das auch Rot oder seid ihr eher so Team Orange und Gelb und ihr habt dann quasi immer die Süßigkeiten von den anderen? Oder die weißen Gummibärchen essen doch manche auch immer so gerne, ne? Ja. Die doch nach Ananas schmecken sollen. Stopp! Nein! Ist es okay, dass ich Stopp gerufen habe? Nein, ist es nicht okay! Ja, wie lange brauchst du denn noch? Ich kann noch kurz warten. Ist schon okay, Thomas. Ist schon in Ordnung. Ich komme schon klar damit. Komm, ja, los. Okay, wir halten es einfach mal hoch. Heißt das jetzt, was ich... ich habe gewonnen. Aber Dani hat mich schon einmal weggegessen. Das ist gar nicht passiert. Es ist okay, du kriegst noch eins. Von 7 Stück kann ich noch ein paar abgeben. Okay. Ich schlage vor, nächste Runde. Komm, diesmal kriegst du genau die drei. Die liegen hier so nebeneinander und ich fand die jetzt eigentlich ganz hübsch so. Mhm. Ich gebe dir auch drei, die nebeneinander liegen. Mhm. Auch hübsch, oder? Mhm. Interessant. Also bis auf das Pink sind unsere Farben hier relativ ähnlich. Sehe ich nicht, genau. Ja. Okay. Wir sind bereit für die nächste Runde. Nächstes Essen. Mhm. Oh. Mhm. Also das würde ich ja dann auch echt gerne gewinnen. Eigentlich habe ich ja gute Farbe. Was Gutes, eine sehr gute Farbe. Okay. Okay, dann können wir starten, oder? Ja. Okay. So, jetzt sieht man hier gleich, warum ich niemals Schreibschrift geschrieben habe. Hast du gerne Schreibschrift geschrieben? Ja. Bei mir sieht es einfach aus, als wäre ich so in der dritten Klasse damit hängen geblieben, weil es ist halt auch einfach so.
gemacht, nee. Also Leute, sagt mal, schreibt ihr Schreibschrift oder schreibt ihr nicht Schreibschrift? Ich mach so eine Mischung irgendwie, ja. Kannst du nicht so schnell malen? Ich will das gerne gewinnen, Kathi. Ja, beeil dich. Oh, stressig. Ich gebe auch alles. Ich gebe auch gerade voll alles. Ich habe nur nicht alle Farben da, aber ich so gut es geht. Ja, wir machen das einfach nach bestem Wissen und Gewissen und unser Kameramann Claudio, der wird das dann auch einfach sehr fair beurteilen. Claudio 3.0 wird das fair beurteilen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Mhm. Oh, deine sieht aber auch sehr schön aus. Vor allem wegen der Farben. Mhm. Mist. Ich dachte, ich würde die gewinnen. Vielleicht gewinnst du sie auch. Ich habe mich gerade voll verschrieben. Naja, okay. Peinlich. Ich kann Platz mehr. Oh nee. Oh nee. Guck mal, jetzt bin ich hier langsam im Stress und jetzt mache ich hier so blöde Fehler. Ah! Mann! Kakaoerzeugnis mit Hafer, Drinkpulver. Schreibst du das jetzt da drauf? Und ich bin jetzt auch schon beinahe fertig. Nein. Ich meine, viel mehr kann ich nicht machen, weil ich nicht mehr Farben habe. Nein, du kannst nicht fertig sein. Nein, das geht nicht. Ich wandle die einfach ein bisschen ab, weil ich habe ja nicht die richtigen Farben. Aber du ja, ja, auch ja das, ich habe ja auch nicht alle richtigen genau. Farben. Deshalb müssen wir das ja auch so machen. Ich bin jetzt fertig. Okay, dann muss ich ja auch fertig sein. Dadurch, dass du die richtige Farbe hast, finde ich, komm, wir halten es mal nebeneinander. Ich finde, es Ja, aber ist ja egal, was du findest. Es kommt ja auf unseren Kameramann ich an. Ich schau mal, hoffentlich so mag Claudio mich. Ja! Hey, yay! Yeah! Darum muss ich erstmal mit 2 essen. Für mich Schokolade mit Keks, yay! Ach, lecker, schmecker. Ja. Guck mal, Kathi, du hast auch gerade mit mir geteilt. Oh. Okay, ich von dir, danke. Ja. Also eigentlich kommt das schon fast aufhören. Ich bin schon total zufrieden. Ich habe meine Lieblingsschokolade. Ich habe nur 2 gegessen. Ein guter Morgen für mich, finde ich. So kann man in den Tag starten. Ich bin bereit für die nächste Runde. Ich bin so glücklich. Wir haben unsere Stifte wieder zurückgelegt, denn wir brauchen jetzt wieder neue Stifte. Ja, du soll ich wieder zuerst gehen? Du kannst wieder zuerst gehen. Okay. Finde ich ist eine ganz schöne, ja, eine schöne Farbkombination. Guck mal, es passt auch eigentlich ganz gut so farblich zu meinem Outfit heute. Also es ist keine schlechte Farbkombination. Das heißt, ich kann dir jetzt auch nicht unbedingt schlechte Farben geben. Könnte ich natürlich. Mache ich aber nicht. Also ich glaube, ich würde mal hier so ein Rot nehmen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Das finde ich auch ganz hübsch. Und dann nehmen wir noch dieses Lime Green hier. Das finde ich ja richtig schön. Ja, ich finde, das ist eine ganz crazy, verrückte Farbkombination, die mir gefällt. Sehr gut. Das ist ja schon mal gut. Okay, dann gib uns mal was. Oh! Capri Sun! Nein! Nein! Ich will das nicht ermalen. Also, ich will das nicht gegen Kathi malen. Ich will ich das sehe schon. Du hast das Blau, aber ich habe dafür Rot für die Kirschen. Ja. Es wird ein knappes Rennen. 3, 2, 1, los, es geht los. Es ist wirklich alles offen, Leute. Jetzt geht es hier wirklich um die Capri Sun. Capri Sun ist so ein bisschen unsere Währung geworden hier, ne? Mhm. Also, das ich ist... Ich kenne irgendwie niemanden, der es nicht mag, ne? Ja, erstens das und es ist auch hier im Haus unser absolutes Highlight-Getränk. Immer wenn irgendwie was Besonderes ansteht, dann wird immer so enorm viel davon gekauft. Und dann wird das und halt ist das irgendwie trotzdem noch einen Tag dann leer. Alles ja. So, oh, eine Capri-Sonne. Heute nehme ich mir mal wieder eine Capri-Sonne. Ja. So, dann hier oben das, wo man den Strohhalm reinmacht, dann schreibe ich mal Capri-Sun. Kirsche. Welche Sorte ist deine Lieblings? Ich mag eigentlich alle ganz gerne, aber ich glaube, ich mag diese Monster-Sorte echt gern und diese Safari-Sorte. Ich mag auch Kirsche super gern. Oh, der Stift ist so, hat so eine blöde Miene. Da hat bestimmt schon mal jemand eine komische Challenge mitgemacht. Das kann natürlich sein, dass komische Challenges gemacht werden. Passiert ja ab und zu mal in diesem Haus. Ab und an mal, ne? Ab und an macht hier Mariema deine kleine Challenge. Hier öffnen und so schreibst du auch drauf. Ach, ja, geht's um okay. Komm ab zu gucken! Ah, ich will das gewinnen! Kathi, guck ab! Gar nicht. Das stimmt gar nicht, Anja. Doch, natürlich. Stimmt gar nicht. So. Jetzt bräuchte ich irgendwie noch eine dunkle Farbe, um hier das zu beschriften. Ich versuche es einfach mal mit dem Grün hier. Stimmt.
Stressig, stressig, stressig. Okay. Uch, da ist ein Licht ist ausgegangen. Ich brauche Licht! Bist du auch so hoch konzentriert? Ja, ich versuche es zumindest zu sein, weil es geht hier ja um was gerade. Es geht hier um, ja. Capri-Sun. Es geht hier um Capri-Sun. Das ist sehr, sehr wichtig. Das höchste Gut bei uns. Das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, muss ich sagen, das nachzumalen. Weil da ist so viel drauf auf der Farbpackung. Guck mal, die Punkte hier an der Seite sind genau meine Farben. Ja, sehr cool. Das ist ja echt ein toller Zufall. Das ist ja echt ein toller Zufall! Ah! Warum habe ich diese Farben ausgesucht? Das ist doch lieb von dir. Aber ich will das ja selber gewinnen. Wir nehmen es ganz schön ernst. Natürlich nehmen wir das ernst. Ja. Ich weiß, ich nehme das ja auch gerade sehr ernst und ich sehe, du nimmst es auch sehr ernst. Wir malen, glaube ich, an der Capri-Sonne jetzt ganz besonders lange länger als an allen anderen. So. Ihr seht, wie wichtig Capri-Sonne hier ist in diesem Haus. Also das würde ich halt auch nicht entscheiden wollen, aber ihr könnt ja auch in den Kommentaren mal mitentscheiden, wer in welcher Runde gewonnen hat oder wen ihr gewinnen lassen hättet. Das wäre ja nochmal interessant. Oder ob ihr euch einfach ein Glas genommen hättet und in jedes Glas ein bisschen reingefüllt hättet. Das ist ja langweilig. Okay, ich würde sagen, stopp. Stopp. Ist okay. Tada. Hey, das sieht ja richtig gut aus. Ich habe die Capri-Sonne gewonnen. Dafür gebe ich dir noch eine 2 ab. Also ich muss noch mal ganz kurz anmerken, bevor jetzt irgendwie kommt, Daniel hat sich besonders viel Mühe gegeben. Guck mal, ich habe sogar hier diesen Schatten mit dran gemalt. Ja, herzlichen Glückwunsch! Ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben. Ganz, ganz viel. Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ah! Wollen wir noch eine Runde? Nein! Ich will eine Capri-Sonne. Ich bin alleine gelassen werden. Ich habe die Capri-Sonne nicht gewonnen. Was denn dann, ja? Ich will die Capri-Sonne. Was machst du denn da unten? Bitte gehen Sie. Ich will hier alleine sein und meine Ruhe haben. Ich brauche meine Ruhe. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Du Arme. Ich will nicht mehr weitermalen. Das war's. Wir malen auch nicht weiter. Das war's dann für heute. Unsere Mal-Challenge ist ein bisschen eskaliert. Ich habe 2-mal gewonnen, Dani hat 1-mal gewonnen, Dani hat mega leckere Schokolade gewonnen. Ich denke, die wird ihr etwas helfen. Hey, ich habe die schon leer getrunken. Ich habe schon 1-mal dran gezogen, das ist immer so, das ist nur so ein Trinkpröbchen für mich. Aber, Dani, was machst du da? Naja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Die Nachmal-Challenge hat euch hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wer hätte bei euch die Punkte bekommen? Und was hättet ihr besonders gerne gewonnen? Abonnieren, Glöckchen aktivieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!